MTV22 gebaut bei My Sport, My Story. Ja, zwei mutige Geschäftsmänner haben hier eine neue Motorsportszene ins Leben gerufen. Christoph Gerlach und René Binner, die mit der Motorsport Festival hier eine neue Szene rund um den Rundstreckensport bieten möchten. Das leider durch Covid-19, durch die Corona keine Zuschauer zuließ, wurde dies ohne Zuschauer gestartet. Nichtsdestotrotz gab es tolle Rennen, tolle Sieger und wir konnten ein Rennwochenende hier am Salzburgring erleben. Ja, wir von My Sport, My Story waren mit dabei und konnten das ein oder andere Interview aufschnappen und die ein oder andere Szene berichten. Ja, und wir freuen uns auf die neue Rennserie für 2021 mit Motorsport Festival, René Binner und Christoph Gerlach. Ja, voll ist von Bayern. Olli, grüß dich. Olli, wie man sieht, Reifen. Olli links. Vorne links. Und zwar die Fahrerlagerkurve tut so sehr auf die Reifen beanspruchen. Ja. Das haben wir früher auch schon gehabt. Ja. Dass immer der linke Vorderreifen kaputt geht. Und es fing schon an, so vor 4 Runden, dass er plötzlich vorne überhaupt nicht mehr gescheit liegt und auf einmal einen Ausritt gehabt. Und dann habe ich gesehen, jetzt geht gar nichts mehr. Hier. Das Auto geht wieder raus auf die Strecke. Ja. Zum guten Glück nichts passiert. Auto noch ganz. Fahrer ganz. Das ist wichtig. Es war schwierig. Also ich habe gemerkt, dass es irgendwann losgeht und habe ich gedacht, das hält da vielleicht noch aus. Weil wir haben ja nicht mehr lang. Wir haben ja vielleicht noch. Drei Minuten, glaube ich. Ja, ich glaube nicht mehr. Es ist schon null da oben. Ja. Dann haut er nicht mehr zu lenken. Komme ich nicht mehr lenken können. Habe ich gesagt, was soll's. Aber der lag so schlecht zum Schluss, weil das ist ja da drüben diese Rechtskurve, gell? Die geht ja früher auch schon immer auf die vordere Reifen links. Und wenn es da einen Reifenplatz hast, dann geht's aber. Olli, wie gefällt es nach 30 Jahren wieder hier am Salzburgring? Also ich muss sagen, für mich ist es sehr viel Emotion. Erster Linie Emotion, in dem Auto zu fahren, dem ich 1989 in der DTM teilgenommen habe. Und plötzlich gibt es das Auto wieder. Aufgebaut von Herrn Bahr und ich war sehr überrascht und sehr erfreut, dass er unbedingt wollte, dass ich wieder Rennen fahre, also Rennen halt fahre und bin dann wie gesagt hierher gereist und für mich war Emotion Salzburgring mal wieder, weil das ist so eine schöne Strecke und landschaftlich wunderbar eingebettet in das Salzburger Land und das sind so Dinge, die ich gerne mich erinnere. Auch zurückerinnere und bin froh, dass ich es heute so geschafft habe, hier zu fahren. Leider mit dem Puncher, sagt sie vorne, gell, vorne links. Und da war es halt vorbei und bin an die Box gegangen. Ich habe den Herbert Schlitzer getroffen, der sagt, eine richtig tolle Veranstaltung, Motorsport Festival. Wie siehst du diese Veranstaltung? Also ich finde, dass das Publikum, wenn es wieder mal da ist, sehr das Herz schlägt für die alten DTM-Autos und für die damaligen Fahrer. Weil das sehe ich auf anderen Veranstaltungen, wo die sagen, Mensch, guck mal, holen Fotos raus, die 40 Jahre alt sind von mir auf einen anderen Fahrzeugen und so weiter. Und das finde ich so genial, dass man diese Tourenwagen-Klassik wieder ins Leben gerufen hat, eben mit einem Profi und einem Amateur. Und das war für mich eine interessante Kombination und auch für die Zuschauer interessant werden. Und ich hoffe, dass er bald dieser Corona-Geschichte vorbei ist und dass wieder die Leute herkommen und, ja, und die schönen alten Autos anschauen, uns alte Fahrer da bewundern können und auf jeden Fall, ich wünsche dem Salzburgring eine Zukunft. Also ich glaube, und wie ich das so raushöre, werden wir die öfter wiederum sehen auf der Rennstrecke. Da kannst du dran glauben. Da wünschen wir dir alles Gute. Danke, danke sehr, danke.